In diesem Sinne möchte ich heute eröffnen zum 16. April mit unserer kleinen Osterüberraschung im Rahmen des Webinars mit Christoph Enslin aus den USA wieder zugeschaltet. Ich freue mich, euch heute hier bei uns bei der JFD Bank zu begrüßen, und wir haben wieder reichlich Content. Ihr habt euch angemeldet, ihr werdet es wissen. Heute geht es wieder um regelbasierende Trading-Strategien und Algos im Einsatz, und Christoph Enslin hier schon ein, ja, Kamerad der langen Zeit. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns auch persönlich, hatten auch schon einen Workshop zusammen, auch physisch zusammen, was ja dieser Tage eh ohnehin kompliziert ist. Insofern freue ich mich, dass wir hier das Ganze wieder mal online transportieren können und euch heute hier abholen und wir sozusagen die Ehre haben, Christoph über die Schulter zu schauen, um zu schauen, wie er denn hier beim Trading vorgeht, beziehungsweise nicht nur dem Trading, sondern vielmehr der Programmierung, um sich das Trading leichter zu gestalten, um hier einfach auch genau das rauszuholen, wofür der MetaTrader auch geeignet ist. Der Vierer wie der Fünfer übrigens, der Fünfer sogar noch besser, nämlich in dem Kontext, dass man sich hier algorithmische Unterstützung holt, sozusagen viele Sachen automatisiert, letztendlich sogar den Algorithmus, den Expert Advisor selbstständig handeln lassen kann. So, klarerweise ist aber auch, egal was wir heute sehen und machen und tun, es ist alles auf eigenes Risiko, wenn ihr gewisse Sachen umsetzt. Auch hier indirekt keine Handelsempfehlung. Eh klar, wir sind dazu natürlich aufgefordert, euch entsprechend aufzuklären. Und ihr wisst selber Bescheid, dass gerade FX und CFD Trading ein OTC-Markt ist, ein Markt mit Margen und Hebel entsprechend, wo man einfach auch hier natürlich mit kleinen Einsätzen größere Summen bewegt. Und das ist immer wieder mit Risiko behaftet. Da muss sich jeder klar sein. Und hier schützt und stützt ihr euch natürlich auf richtiges Riskmanagement, was man mit solchen Algorithmen ja auch schon justieren kann, um sozusagen hier nicht Gefahr zu laufen, sozusagen mit seiner Psyche da, ja, sozusagen fehlzuliegen, so würde ich es mal nennen, um dann eben zu sagen, na, den Stop-Loss nehme ich jetzt mal weg oder ich verschiebe ihn. Nein, wenn man hier einen klaren Code hat, einen klaren Programmablauf, eben einen Algorithmus, der einen unterstützt, der ist man hier auf jeden Fall am besten beraten. So, ihr seid alle hier, um den Christoph zu erleben. Insofern will ich mal kurz das Mic einschalten. Christoph, bevor ich dann natürlich auch gleich das Mikrofon rübergehe, gebe. So, Christoph, du müsstest jetzt zu hören sein. Gib mal kurz laut. Halli, hallo Christian, halli, hallo alle lieben Teilnehmer heute im Webinar. Sehr, sehr geil. Du bist gut zu hören. Kurz noch dann die Bestätigung im Nachgang, wenn ich dir den Bildschirm rüber schließe. Wir haben uns auch schon ein Weilchen nicht mehr gehört, Christoph, obgleich wir uns natürlich abgestimmt haben. Freue mich sehr, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst. In den USA ist natürlich das Corona-Thema auch Gegenstand jeglicher Meldung. Aber ich denke, du bist da natürlich auch schon ein alter Hase genug da in deiner, in Anführungszeichen, North Carolina Provinz, wo man sich da auch wohlfühlt und sich sozusagen fern des Mainstreams dadurch durchaus ein bisschen, sag ich mal, in einer ruhigen Gewissheit, sag ich mal, behütet fühlt, oder? Das ist richtig, ja. Ich bin glücklicherweise hier irgendwo im Wald und da hat der Coronavirus noch nicht allzu sehr hingefunden. Super. Da bin ich doch sehr dankbar für aktuell. Super, super. Also bevor du gleich kurz noch was zu dir sagst für alle neuen Teilnehmer, ich will den Bildschirm auch gleich rübergeben, denn wir haben heute wieder, wie meistens mit dir, Christoph, ein geballtes Programm. Insofern will ich dir den Bildschirm rübergeben. Wir haben wirklich viele Teilnehmer. Wir sind auch schon wieder dreistellig in der Beteiligungszahl. Aha, Also super. der, ja, also es ist wirklich super. Also es ist genau das, was wir gesagt haben. Hey, wir wollen euch hier auch in der Zeit von Corona, stay at home, wir bleiben zu Hause, versorgen. Und da gibt es ja auch morgen und nächste Woche reichlich Content von uns hier aus der Brokerage- und Banking-Ebene, und ihr dürft euch auch auf den Mai freuen, denn da gibt es wieder genau dieselbe Welle an Content für alle die, die neu sind, oder für alle die, die eben sich hier mit gewissen Systemen, Algorithmen oder auch Trading-Tools sozusagen beratet wissen wollen. Ich kann euch noch mal ganz kurz den Hinweis geben, dass wir auch Ende des Monats hier noch mal lernen Sie die Marktchancen kennen. Am 27.04. ist das, genau, das ist der Montag, da gebe ich noch mal das Abschlussständchen hier sozusagen zu unserem Special dieser Tage. Und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. So, Christoph, bevor du kurz zu deiner Person dann sagst, etwas, will ich dir den Bildschirm erstmal rübergeben. Du kennst das Prozedere. Jawohl. Insofern schiebe ich den mal rüber. Ansonsten, liebe Teilnehmer, Fragen jederzeit stellen. Nutzt die Möglichkeit, hier in die Interaktion zu gehen. Genau, ich sehe deinen Account, Christoph. Alles super. Ah, Insofern perfekt. dürfte das passen, wenn die Teilnehmer mir das nochmal kurz bestätigen. Christoph, hört ihr
auch und ihr seht auch jetzt sein Bild, dann wäre das ganz, ganz prima. Und dann will ich auch gleich zum Abschluss kommen und einfach sagen, liebe Leute, bitte stellt auch Fragen, beziehungsweise auch im Nachgang, unser Support für euch da, hier oben bei Contact, einfach draufgeklickt und dann haben wir hier vielerlei Möglichkeiten, euch sozusagen abzuholen. Also, André schreibt gerade alles bestens, Maria auch. Wir haben auch viele Damen, Christoph, das wird wahrscheinlich an dir liegen, die uns heute Ganz klar, sozusagen natürlich. Klarerweise dann auch über den Bildschirm schon, weil ihr wisst es genau, das ist eigentlich eine Männerdomain, also Trading und Programmierung überhaupt. Insofern heiße ich auch alle Damen herzlich willkommen, weil in der Tat es sind einige und freut mich insofern sehr. Danke schon mal für das Interesse. Und jetzt, ich sage es immer so gern, the stage is yours, Christoph. Ist ja Wahnsinn. Vielen Dank für die tolle Einführung. Ich zeige mich eben mal kurz, ja, in Person Ist ja gemein, Christoph, wenn und ich das gewusst hätte. Du Fuchs. ja, genau. Sehr gut. Ja, also ich will also nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie alle dabei sind. Es ist ja, es ist klasse, immer wieder so einen vollen Raum zu haben. Und ja, kurz zu meiner Person. Ich führe die Firma Mindful FX. Die habe ich 2010 gegründet und bei Mindful FX in Stuttgart geht es darum, im Prinzip ja klare Strategien zu finden und die Automatisierungsmöglichkeiten von diesen Strategien ja auszuloten und dann natürlich auch umzusetzen. Warum Automatisierung? Klar, damit wir uns einerseits, solange wir noch keine Vollzeit-Trader sind, um sagen wir, andere wichtige Dinge des Lebens kümmern können, wie jetzt zum Beispiel zur Arbeit gehen und Geld verdienen. Und damit wir unseren Familien ein Einkommen bieten können. Und andererseits natürlich, wenn wir dann Vollzeit-Trader sind irgendwann, hoffentlich, wenn das das Ziel ist, dass wir dann auch Zeit haben, uns über Strategien, ja, uns über Strategien Gedanken machen zu können und ja, und vielleicht nicht immer nur auf den Bildschirm schauen zu müssen, um dann jeden Abend mit rechteckigen Augen ins Bett zu gehen. Das ist sicherlich auch nicht zielführend. Deswegen die Automatisierung oder auch Halbautomatisierung mittels MetaTrader 4 und MetaTrader 5, EAs, Skripten, Indikatoren ist natürlich sehr, sehr hilfreich und nützlich. Und da kommt eben die Mindful FX ins Spiel, macht Auftragsprogrammierungen. Und macht auch, wir haben auch ein paar EAs von der Stange und natürlich dann solche Workshops machen wir auch, damit Sie alle das Programmieren auch selber lernen können. Aber das ist ja spannend, das ist auch sehr viel einfacher als gedacht, also zumindest ist es meine Erfahrung, weil die Programmiersprache insbesondere für MT4 doch sehr, ja, einfacher zu lernen ist von der Struktur her. MT5 ist ein bisschen komplizierter, aber sagen wir, ich denke mal, mit einer Grundlage in MT4 kommt man dann auch in MT5 leicht rein, ohne dass man jetzt Informatik studiert hat. Gut, kurz zu mir. Also wie gesagt, ich ja, programmiere, also seit 2010 gibt es meine Firma. Ich habe seit 33 Jahren Börsenerfahrung, seit 8 Jahren eben jetzt EA-Programmierungserfahrung. Und ich wohne hier zusammen mit meiner Frau und unseren 6 Katzen in North Carolina im westlichen Teil, wo die Blue Ridge Mountains aufragen. Eine der ältesten, nicht unbedingt höchsten, aber eine der ältesten geologischen Formationen, Bergformationen, die es wohl auf der Welt gibt. Genau, und da sind wir und sind da irgendwo mitten im Wald und haben glücklicherweise Highspeed-Internet, um mit der Welt in Verbindung zu bleiben. Ja, so viel zu mir. Ich bin genau. Reicht das zu mir, Christian? Was meinst du? Na, deine Vita ist ja von der Bankgeschichte erstaunlich lang und ich denke schon, die Leute sind heiß auf den Content, den du lieferst. Und ich muss halt auch sagen, Ja. genau, klarerweise hast du ja auch wirklich einen guten Banking-Hintergrund, hast sozusagen auch da viel, viel mitgenommen. Und das mit dem Bild ist witzig. Ich hoffe nur, ich hatte das früher auch schon mal bei einem Webinar, dass ich die Cam angeschaltet habe. Ich bin mal gespannt, ob das auf der Aufzeichnung drauf ist. Es müsste eigentlich dabei sein, aber ich weiß aus Okay. einem alten Webinar, da fehlte genau das Bild. Also wenn die Aufzeichnung
dann oder jene welche, die jetzt nicht dabei sind und dann die Aufzeichnung hören beziehungsweise sehen und sich dann wundern, dass wir hier von einer Webcam sprechen, die nicht zu sehen ist. Ich muss das mal checken, weil das ist schon witzig. Das würde ich Okay. auch generell einführen mit so einer Webcam gern. Ich weiß aber nur, dass es vor längerer Zeit nicht geklappt hat. Da waren wir nämlich auch in der Interaktion, also ich und der Gast, haben uns dann genauso wie du jetzt zu sehen bist, sozusagen ausgetauscht. Das war super spannend, aber auf der Aufzeichnung hat es gefehlt. Aber auf jeden Fall witzig, alle, die jetzt live dabei sind, und das ist natürlich das Geschmäckle, sehen jetzt auch mal den Christoph, ne? Übrigens auch ein kleines Lob um Genau. die Ecke. 33 Jahre Erfahrung, sagt er, hätte dich deutlich jünger geschätzt. Tja, das ist die gute Nachtcreme. Ah, und wahrscheinlich die Temperaturen in North Carolina. Okay, aber geh rein ins Thema. Ich freue mich drauf, bin gespannt. Und wir haben ja heute auch im Vorfeld, muss ich sagen, das ist ja auch auf deiner Erkenntnis gewachsen, die Umfrage zu starten. Da bin ich natürlich mal sehr, sehr gespannt. Richtig. Absolutes Highlight, eine absolute Interaktion, was ich natürlich auch klasse finde. Ihr, liebe Teilnehmer, hattet die Möglichkeit, sozusagen abzustimmen, was heute Thema sein soll. Und das werden wir mit Christoph auch regelmäßig wiederholen in der Art. Und insofern, super geil. Ich bin gespannt, wie die aus. Jetzt ist das Bild übrigens groß. Das war auch eine Frage von einem Teilnehmer, dass wir das Bild groß ziehen können. Jetzt seht ihr auch den kompletten MetaTrader. Also alles da. Und insofern bin ich gespannt, Christoph. Du darfst loslegen und ich will noch kurz dem Alexander antworten, dass es selbstverständlich eine Aufzeichnung gibt und die kriegen alle registrierten Teilnehmer im Nachgang. Ja, wunderbar. Wir hatten, genau, wie du schon angesprochen hast, wir hatten die Stichwahl, also wir hatten vor erstmal eine offene Themenabgabephase vorletzte Woche gestartet auf meinem Blog. Da gab es unheimlich viele Teilnehmer, die ihre Themenvorschläge mir mitgeteilt haben. Ich habe das dann kondensiert in so drei Hauptthemen, die auch wirklich am gefragtesten waren. Und das sind eben drei Dinge. Es gibt grundsätzlich Ausbruchsstrategien. Da gab es ein paar verschiedene Ausprägungen davon, Bollinger Bändern, Kerzenformationen, auch Trendlinien waren gefragt. Dann es ging um Trailing Stop Loss Varianten, nicht nur den Standard, sondern vielleicht auch mit mehrstufig oder mit Indikatoren oder wie PSAR oder ATR. Und dann gab es das Thema Pyramidisierung, so dass man eben bei gewinnenden Trades immer noch mal eine Schippe nachlegt, vielleicht eine kleinere, immer kleiner werdende, um an dem ganzen offensichtlich dann richtig liegenden Positionieren noch mehr quasi da in den Trend mit aufzuspringen und noch mehr im Prinzip davon zu haben. Ich aktualisiere das jetzt mal kurz. Also ich hatte, ist die Seite aktualisiert? Mal kurz gucken. Und dann können wir zeigen, wer jetzt die, genau, es sind 116 Stimmabgaben. Das ist doch Wahnsinn. Freut mich sehr. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Und jetzt können wir hier den Trommelwirbel starten und den Gewinner zeigen. Konfetti! Also du hättest Showbiz machen können, mein Bester, sage dir, aber nicht schlecht. Was haben wir? Ah, schau an, aber super. Ja, das ist interessant. Ich habe das mal, glaube ich, die Stichwahl läuft seit Freitag. Ich habe mal am Wochenende reingeschaut. Nee, stimmt nicht. Seit Dienstag. Ich hatte Dienstagabend oder Mittwoch mal reingeschaut. Da gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ausbruchsstrategien und Pyramidisierung. Aber jetzt hat wohl Ausbruchsstrategien auf der Zielgerade nochmal zugelegt. Also kümmern wir uns heute um Ausbruchsstrategien, Bollinger Bänder und Kerzenformationen. Wir werden, sagen wir, einen ersten grundlegenden EA schaffen, der vielleicht mal aus einem, sagen wir mal, ja, was soll man nehmen? Nochmal Bollinger Bänder. Das ist relativ einfach zu programmieren und da kommen wir relativ schnell zu einem Ergebnis, damit Sie, liebe Teilnehmer, alles das einfach mal sehen, wie so ein EA programmiert wurde in einer ganz, ganz einfachen Variante und dann eben entsprechend auch schon Deals macht. Genau, kurz vorab, ich werd was programmieren zusammen. Sie können das, ich habe das dann auch hier auf dem Screen und Sie können mitschreiben, müssen aber nicht, weil ich habe dann am Ende des Webinars gibt es einen Link und da können Sie sich dann auch in eine Verteilerliste eintragen und dann kann ich heute Abend irgendwann
wenn der EA quasi, da kann ich eine E-Mail rausschicken mit EA-Anhang, mit dem Code, sodass Sie das alles kostenlos bekommen. So, und genau, jetzt kurz Frage an Sie alle. Bitte mal kurz in den Chat schreiben, was denn Ihr Programmierhintergrund ist. Ob Sie vielleicht schon mal programmiert haben oder noch gar nicht oder vielleicht so mittendrin sind. Da wär ich mal sehr interessiert dran, damit ich weiß, wie viele Details ich im Prozess erklären sollte. Da bitte mal kurz den Chat nutzen, um ja, so eine Einschätzung zu geben. Das werde ich gleich mal auch wieder als Anregung nehmen. Ich kann ja bei GoToWebinar auch Fragen einbauen, also als Slide direkt, wo jeder Teilnehmer wieder mal schön interaktiv per Klick abstimmen kann. Und das ist ein guter Punkt. Mensch, Christoph, du schäumst da heute vor Energien und Ideen. Also neben der Umfrage generell ist das was, wo ich sage, da baue ich gern so eine automatisierte Kurzumfrage ein in Zukunft, um auch hier Okay. tatsächlich mal abzuholen, wie viele dabei sind. Jetzt muss ich nämlich hier den Chat mal so ein bisschen filtern, um in Erfahrung zu Ah, okay. bringen. Aber das ist kein Problem. Ich sehe Das den leider nicht. ist kein Problem. Musst Okay. doch nicht. Konzentriere dich aufs Wesentliche. Start schon mal alles, was du starten musst. Ich freue mich auf jeden Fall über die Teilnehmer. Wir haben jetzt schon 20, 30, 40 Meldungen locker, aber haut's mal bitte in die Tasteninteraktion nach wie vor gefragt. Ich überschlag da mal grob, was die Genau. Mehrheit der Teilnehmer ist. Ist es so? In welche Richtung geht's? Ach so, was ich, während du das tust, hier noch eine kurze Gedenkminute. Ah, waren das noch Zeiten, als wir Klopapier hatten? Also heute bist du gut drauf, mein Bester. Also nicht schlecht. Du bist ausgeschlafen, ja. Ich meine, es ist ja Morgenstund Ja. hat Gold im Mund hier bei euch drüben. So ist es. Also Tatsache, also in Summe, ich würde es mal sagen, Pareto lässt grüßen. Wir sind bei 80% Einsteiger. Wir haben auch Okay. Informatiker dabei. Also Okay. viele, viele Einsteiger, aber letztlich, es gibt welche mit Vorkenntnissen, manche haben sogar schon Java programmiert, C++, HTML, JavaScript. Also Semi-Profi kommt gerade rein hier. Andreas, Grüße an der Stelle, auch ein treuer Anhänger der Webinare. Aber ich sag mal, Super. oder ich würde es mal ein bisschen Pareto 80-20 ist nicht ganz. Ich würde mal so sagen, 70 Einsteiger und 30 sind wirklich schon Pros. Also die haben schon mal Okay. programmiert. So, dann bitte ich mal vorab Entschuldigung an die Pros, dass ich vielleicht nicht unbedingt viel Neues erzähle, wer weiß. Aber sag mal, an die Mehrheit, an die 70%, da gucke ich dann, dass ich da mal das eine oder andere, den ein oder anderen Hintergrund gebe. Ich bin auch kein Informatiker, also studiert. Ich bin studierter Betriebswirt und eben gelernter Banker und Trader im Eigenstudium und dann eben auch die Programmierung im Eigenstudium. Das sollte dann doch hoffentlich zeigen, dass es doch für viele, die vielleicht noch nicht daran glauben, dass sie das selber können, sollte doch bitte die Hürde nehmen. Genau, weil es einfach ist, es kann zwar am Anfang, bis man sich reingedacht hat, könnte es ein bisschen schwieriger aussehen, aber es ist wie alles, wie beim Fahrradfahren als Dreijähriger ohne Stützräder. Man fällt halt ein paar Mal hin und dann irgendwann ja, bleibt man auf dem Rad, fährt dann gegen die erste Mauer, aber danach kriegt man dann auch das Lenken hin und irgendwann ist es quasi wie wenn man damit geboren gewesen wäre. So will ich dann auch darauf eingehen. Also, fangen wir an. Wir fangen an einfach in einem Demokonto. Wichtig, dass man ein Demokonto wählen, nicht ein Realkonto, weil wenn wir in der Programmierung sind und das Ganze live testen, was wir programmiert haben, was ich gerne mache während der Programmierung, und wenn Sie, insbesondere wenn Sie mitprogrammieren, dass es ein Demokonto ist, weil dann werden eventuell Deals gemacht, die man gar nicht gemacht haben hätte wollen. Darf Chris? ich, ich darf, Entschuldigung, ich will dich nicht interrupten, aber ich habe hier die Maria und auch nochmal erstmal wieder eine Dame. Willkommen an der Stelle. Wegen Aufzeichnung nochmal. Wir haben jetzt ungefähr nochmal 20, 25 neue Teilnehmer jetzt gekriegt in den letzten 5 Minuten. Eine Aufzeichnung geht an alle raus. Ich gebe aber hier bitte nochmal den Tipp, wenn ihr keine Aufzeichnung bekommen solltet, und Andreas, da geht die Karte an dich. Ich weiß, dass manche das nicht bekommen. Liegt daran, dass ihr den Company Newsletter, also DSVGO lässt grüßen. Ihr müsst praktisch die Informationsfreigabe erteilt haben, sodass wir euch nach dem Webinar auch anschreiben dürfen. Das ist rein in unserem System hinterlegt und die keine Webinaraufzeichnung bekommen sollten, bis ich würde sagen, ich versuche das morgen rauszuschicken, dass ihr vorm Wochenende alles nochmal seht und nacharbeiten könnt. Ich würde sagen, wenn bis Montag keine E-Mail bei euch da ist, meldet euch bitte bei unserem Support.
Ich habe die Seite ganz am Anfang gezeigt, Kontakt JFD, da steht support@jfdbank.com oder .de. Nehmt da Kontakt auf und fragt nach der Aufzeichnung zum Webinar, dann leiten wir euch das gerne nochmal weiter. Ansonsten der Tipp, dass ihr, wenn ihr da bei uns registriert seid, euch auch gerne in den Companion Newsletter, da seid ihr eh mal auf dem Laufenden, wenn es Margenänderungen gibt, wenn es neue Produkte gibt, wenn es Webinare gibt, dass ihr euch da einfach registrieren lässt. Ich weiß, es gibt viel E-Mail-Spams und dergleichen, aber dass da eben sowas nicht verloren geht. Und jetzt bin ich erstmal still und du darfst weiter fortfahren, mein Bester. Wunderbar. Also, da fangen wir an. Hier, wir sind im MetaTrader 4. Der ist geöffnet und dann können wir hier auf dieses Icon hier klicken. Neben Neue Ordner ist der MetaQuotes Language Editor. Man kann den auch mit F4 ansteuern. Da mal draufdrücken, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Das ist der Meta-Editor. Ist im Prinzip, ja, in vielerlei Hinsicht wie ein Textverarbeitungsprogramm, aber kann natürlich ein paar andere Sachen und es geht natürlich darum, ein Programm zu schreiben und kein Buch. Deswegen gehen wir hier auf New erstmal. Das erstellt ein neues Dokument, ja, eine neue Datei, eine neue MQL4-Datei und wählen hier das, was vorausgewählt ist, Expert Advisor. Man kann hier kurz sehen, wir können auch einen Indikator schreiben, Skripte und andere coole Sachen. Aber wir bleiben jetzt einfach mal hier bei dem Expert Advisor. Also Expert Advisor ist ein Trading Robot, eine Software, die mechanische Trading-Regeln einfach automatisch umsetzt. Und für alle Meta-Traders, MT4, MT5, ist der Expert Advisor, ist einfach der Name dieser Trading Robot-Software. Genau, also wir gehen auf Weiter. Dann geben wir hier erstmal einen Namen ein. Ich nenne den hier einfach mal JFD Webinar April 2020. So, einen Autor können wir hier reinschreiben. Da können Sie Ihren Namen reinschreiben. Ich schreibe jetzt hier einfach mal meine Firma rein hier, MindfulFX Stuttgart und dann einen Link. Das ist einfach, ja, Informationen, die im Prinzip hinterlegt sind, die aber nichts an der am System selber ändern. Wir klicken hier auf Weiter und gehen hier einfach mal ganz schnell durch, alles auf Weiter. Das brauchen wir jetzt alles im ersten Schritt nicht und klicken dann auf Fertigstellen, machen das Ganze groß. Gehe hier auch mal hier diesen Terminal mache ich raus, dann sehen wir es noch größer. Jetzt gehe ich ganz kurz darauf ein, auf diese Grundstruktur. Sie sehen, es ist weißer Hintergrund mit bunten Text im Vordergrund. Wenn ich hier irgendwas schreibe, ist das schwarzer Text, wie in den Standardeinstellungen bei einem Textverarbeitungsprogramm. Deswegen vergleiche ich das auch gerne wie mit einem frühen Textverarbeitungsprogramm, bevor es Word und so weiter gab. Und ja, genau. Und wie ist das Ganze aufgebaut? Ganz kurz dazu. Wir haben hier solche sogenannte, fangen wir mal oben an, erste Zeile. Also ist so quasi so ein Überschriftsblock. Und das sehen Sie, der fängt an mit zwei Schrägstrichen. Alles, was mit zwei Schrägstrichen anfängt, wird automatisch ausgegraut und ist quasi ein Kommentar. Für den Programmierer selber hat dann nichts mit dem Programm zu tun. Ja, wenn ich hier zum Beispiel zwei Schrägstriche davor mache, wird der Rest hier grau und wird dann nicht mehr in ein Programm umgewandelt, sondern ist einfach ein Kommentar, eine Notiz für mich. Wir haben hier die Properties, vier Properties, vier Eigenschaften. Und Sie sehen, hier finden Sie das schon wieder, was Sie vorher eingegeben haben. Der Autor ist hier hinterlegt, den Link, den Sie hinterlegt haben, das sehen wir nachher auch gleich, wie sich das auswirkt. Es gibt dann sogenannte Funktionen, die sehen dann grundsätzlich immer so aus. Die Expert Initialization Function. Also eine Funktion ist grundsätzlich immer, sieht immer von der Definition her so aus, es hat hier irgendeinen Funktionsnamen, das ist hier ein onInit und dann sind runde Klammern hinter dem Namen. Die können was beinhalten, müssen es aber nicht, wie wir es hier sehen in der dInit, da steht was dahinter. Gehen wir jetzt mal im Detail nicht drauf ein, was wir mit Bollinger Band erstmal machen wollen.
Und steht hier auch was davor. Das können wir auch im Prinzip mal außen vor lassen. Kommen wir noch im Detail dazu. Richtig, also die onInit-Datei, Funktion, die ist quasi vordefiniert, was die tut. Die wird, oder wann sie angesteuert wird, die wird immer dann angesteuert, wenn ein EA neu initialisiert wird. Das ist in dem Moment, wenn Sie den EA auf den Chart ziehen. Das ist in dem Moment, wenn Sie den Timeframe des Charts wechseln und der EA ist schon auf dem Chart. Das kann sein, wenn Sie die Einstellung des EAs verändern. Dann immer gibt es eine Initialisierung. Das heißt, hier können wir Code hinterlegen, der ein einziges Mal durchlaufen wird, wenn wir den EA starten. Das zeige ich ganz kurz, wie das. Damit Sie so den Unterschied sehen. Zeige ich jetzt erstmal nicht, damit wir schnell zur Sache kommen. Ganz Die kurz, Christoph. OnDeInit, ja? Du Killer, du bist schon total im Detail. Ich unterbreche dich auch ungern. Ich habe nur drei Fragen von Leuten, die Ja, den gerne. M25 5 Grad nutzen. Die finden dort den Meta-Editor nicht. Ist der da woanders gerade? Spontan wüsste ich, ich muss jetzt einen Meta-Trader bei mir auch mal hochladen. Du arbeitest ja gerade in MQ4, also Meta-Trader 4, ne? Genau. Jetzt weiß ich nicht, beim 5 war Nee, ich. der ist da. Den gibt es da auch. Der ist Genau. auch, hat ein ähnliches Icon. Logo, ein bisschen anderes Icon, aber man kann den auch hier dann über, wo kann man Ansicht? Nee, wo ist der? Ich habe hier über Extras, Meta Quo. Der müsste auch bei Extras im MT5 drin Sehr sein. gut, sehr gut. Das Ähm, nochmal kurz als ich Hinweis, würde weil aber, ich hatte. ich würde aber ähm, also wenn Sie kein MT4 haben, dann laden Sie sich den kurz runter. Installation geht schnell. Und genau, dann also auf JFT runterladen, weil dann reden wir über das Gleiche. Es ist sonst, weil der MT5 ist halt Andere doch gucken. dann überraschenderweise deutlich unterscheidet er sich eben vom Exakt. MT4, also auf Code-Seite. Sind Ähnlichkeiten da, ganz klar, aber es sind auch große Unterschiede da. Deswegen bitte jetzt im MT4 mitmachen. Sehr gut, genau. Genau, OnDeInit wird ein einziges Mal durchlaufen, wenn der EA, wenn der EA quasi gestoppt wird, zum Beispiel Sie löschen ihn vom Chart oder der MetaTrader wird komplett geschlossen, dann wird OnDeInit einmalig durchlaufen. Dann kann man hier innerhalb dieser geschweiften Klammern, ach so, Entschuldigung, habe ich noch vergessen, zum Grundaufbau einer Funktion, also es wird immer im Prinzip der Code berechnet oder durchlaufen, der dann innerhalb der geschweiften Klammern hier steht. Das ist quasi dann die Substanz der Funktion. Da ist aktuell noch nichts hinterlegt, aber das wird sich dann ja ändern. Und dann kommt die OnTick-Funktion und das ist im Prinzip die allerinteressanteste, da in der wird man hauptsächlich arbeiten. OnTick, wie es vielleicht der Name schon vermuten lässt, bedeutet, die wird wirklich bei jedem Tick, den der Chart empfängt, durchlaufen. Also nur ein Chart, auf dem der EA dann läuft, natürlich. Und das können wir gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Wenn ich hier zum Beispiel eine Funktion reinschreibe, Comment, das ist ein Kommentar, zeige ich Ihnen gleich, wo man das sieht, was das macht. Und ich hier zum Beispiel den Bit anzeigen lasse, also wiederum ist es eine Funktion, Comment ist eine Funktion, deswegen kommt hier was in Klammern hinterher. Das könnte auch leer sein, aber wir wollen hier was ausgeben und schreiben hier, wir wollen den aktuellen Bitpreis ausgeben lassen. Auch schön, viele Sachen sind eben schon vorbelegt in MT4, deswegen ist es, wenn Sie Trader sind, relativ einfach in die Programmierung einzusteigen über den MT4. Um einfach so die Strukturen der Programmierung kennenzulernen, weil eben schon viele Sachen vorbelegt sind. Und dann schließen wir denn diesen Befehl, diese Funktion auszuführen, schließen wir mit einem Semikolon ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Semikolon habe ich so vor der Programmierung fast nie benutzt und jetzt verwende ich es ständig, zumindest bei der Programmierung. Und ich habe auch festgestellt bei mir selber, wenn ich irgendwelche Texte schreibe oder E-Mails, ich verwende zwischenzeitlich das Semikolon viel häufiger als vorher. So kann einen das Programmieren als Mensch ändern oder in seinen Gewohnheiten ändern. Also, wenn ich hier das Comment hier schreibe und dann hier kompilieren, das ist ein ganz wichtiger Knopf hier oben. Kompilieren bedeutet,
den Code, was wir hier im Prinzip in einer Sprache, in einer Programmiersprache, wie jetzt ihr MQ4, MQL4 geschrieben haben, wird dann kompiliert. Das bedeutet, es wird umgewandelt in Maschinensprache. Also ganz grob gesagt, das kann mich, haut mir jetzt wahrscheinlich ein Informatiker eine runter, aber sagen wir mal, aus praktischer Sicht wandeln wir Code in ein Programm um. Also der Code selber ist noch kein Programm, aber durch den eingebauten Kompilierer in diesem Editor wird das dann in ein Programm umgewandelt, das dann wirklich vom MetaTrader verwendet werden kann. Der Code selber, mit dem kann der MetaTrader nichts anfangen. Deswegen immer kompilieren. Und dann wird hier auch immer ein kleiner Kompilierbericht erstellt. Und wenn hier keine Errors, keine Warnings stehen, dann haben wir im Prinzip alles richtig gemacht, zumindest was die Sprache angeht, den Syntax der Sprache, also den Satzbau. Sprich, wir haben runde Klammern verwendet, wo runde Klammern hingehören. Wir haben Funktionen verwendet, die es gibt, die definiert sind. Wir haben Semikolon an jedem Ende einer am Ende einer jeden Programmierzeile oder Befehlszeile ja, gesetzt und so weiter. All das, das nennt sich Syntax und das ist dann korrekt geschrieben. So, und dann kompilieren wir. Und sobald wir das erste Mal kompiliert haben und keinerlei Warnungen oder Fehler bekommen haben, ist diese EA nun hier im MetaTrader verfügbar. Sie sehen den dann hier im Navigator unter. Das ist Skripte, dann unter, wo haben wir es? Hier im Reiter Experten. Und dann ist er hier irgendwo natürlich unter GFD, Webinar EA April 2020. Hier ist noch der vom Oktober drin. Genau, und dann haben wir den. Jetzt mache ich hier mal eins der Charts groß. Ist im Prinzip egal, jetzt erstmal welches. Und ziehe hier den EA auf den Chart. Also einfach. Wenn Sie noch nie mit dem EA gearbeitet haben, einfach hier anklicken, die linke Maustaste gedrückt halten und also Drag and Drop auf das Chart ziehen, dann loslassen. Und dann sehen wir, hier gehen die EA-Eigenschaften auf. In dem Überreiter ist im Prinzip der Name hier hinterlegt, die Versionsnummer. Und da erkennen wir schon wieder, was wir hier oben in den Properties drin haben. Property Version 1.00. Ist jetzt hier 1.00. Wir haben den Namen, den Autorennamen, der ist hier belegt unter Copyright, Property Copyright, der ist jetzt hier hinterlegt und das Ganze ist auch verlinkt zu https://mindfulfx.de, meine Webseite, weil das hier hinterlegt ist. Das könnte man ändern und dann würde nach einer Kompilierung entsprechend sich das hier verändern. Genau, allgemein können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Live-Trading zulassen, müssten wir später mal machen noch. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben ja jetzt erstmal nur ein Kommentar, das angezeigt wird. Und jetzt sehen wir hier, hat sich jetzt ins Chart oben links unter den Symbolnamen, wird jetzt hier der Bid angezeigt. Und zwar ganz genauso wie hier in der OHLC-Anzeige, dem letzten Close-Kurs ist ja quasi der Bid-Kurs und wird hier ständig bei jedem Tick aktualisiert. Ja, das will ich jetzt kurz mal zeigen, den Unterschied. Wenn ich diese Comment-Zeile hier rausnehme mit Steuerung X bearbeiten, ausschneiden, habe ich gerade genommen und hier oben reinschreibe in die Init-Funktion, dann kompiliere ich. Dann, weil der EA jetzt hier schon auf dem Chart drauf ist, wurde jetzt hier nur ein einziges Mal der Bit hingeschrieben. Und zwar der eben aktuell war in dem Moment der Initialisierung. Jetzt verändert sich hier aber nichts mehr. Das ist der große Unterschied zwischen zwischen der On-Init und der On-Tick. Ja? Comment ist sehr nützlich, um sich halt zum Beispiel ja, Sachen anzeigen zu lassen, können wir immer wieder brauchen. Jetzt, wenn es darum geht, ein Bollinger Band zu programmieren. Da müssen wir natürlich zuerst mal das Bollinger Band finden. Ich lasse es hier mal einblenden. Es muss, ganz, ganz wichtig, es muss nicht für diese standardmäßig eingebauten Indikatoren, müssen wir jetzt den Indikator nicht aufs Chart laden, damit der EA den auslesen kann. Das ist wichtig. Es ist hilfreich natürlich,
um sich das Ganze leichter anzeigen zu lassen, um zu wissen, was hier alles passiert. Aber man muss sich den nicht anzeigen lassen, sondern das ist optional. So, und genau, und jetzt zeige ich Ihnen, wie man den ausliest oder wie der EA den auslesen kann. Ich gehe hier wieder in den Code rein und programmiere hier mal weiter. Ich versuche hier immer mal wieder Kommentare einzufügen. Ich vergesse das oft, aber es ist sehr hilfreich, wenn man es nachher sich den Code mal wieder anschaut. Nach 1, 2 Wochen hat man vielleicht schnell mal vergessen, was man da überhaupt programmiert hat. Und bevor man sich dann reinliest in den Code und ja, 5 oder 10 Minuten braucht, um zu verstehen, was hier eigentlich los ist, kann man sich einfach ein kurzes Kommentar reinschreiben, damit man immer sich, ja, damit man immer weiß, was man hier eigentlich gemacht hat. Und ich schreibe es hier mal rein, Bollinger Bänder abrufen. So, und jetzt kommen wir gleich mal zur ersten Sache. Wir führen hier eine Variable ein. Ja, eine Variable, die nennen wir Bollinger Unterstrich oben. Das ist dann oben. Das ist dann das obere Bollinger Band, das wir belegen. Jetzt ist der Computer grundsätzlich sehr, sehr dumm. Er weiß im Prinzip gar nichts, es sei denn, wir sagen es ihm, wir bringen es ihm bei. Dann ist er natürlich sehr schlau und natürlich auch sehr konsistent und konsequent. Und also, was er jetzt hier mit Bollinger oben anfangen soll, weiß er noch gar nicht. Deswegen, wir müssen ihm jetzt hier sagen, diese Variable, das ist eine Variable wie Bit, die wird im Prinzip immer mit einem, ja, die kann mit unterschiedlichen Werten dann immer belegt werden. Und quasi wie x, y und z in der Algebra und in der Geometrie, können wir hier beliebige oder fast beliebige Variablen Namen vergeben. Es gibt da bestimmte Regeln, wie man die vergibt. Man kann zum Beispiel nicht mit einer Zahl anfangen. 1, 2, 3, das darf man nicht, das ist nicht erlaubt. Was noch? Man kann keine Sonderzeichen nehmen, man kann keine Umlaute nehmen, also kann auch keine Bindestriche zum Beispiel nehmen, sondern deswegen gibt es in der Programmierung oft diese Unterstriche, die wir im Prinzip vor der Zeit in der Computer fast nie verwendet haben und jetzt sind sie fast alltäglich. So, wir müssen ihm jetzt sagen, was für eine Variable das ist und ich fange jetzt hier mal an mit einer Double-Variable. Das ist eine Art der Variable, die eine Zahl darstellt mit Nachkommastellen. Ja, ganz grob gesagt, gibt da auch noch andere. Wie gesagt, Informatiker dürfen mir immer wieder eine runterhauen, aber ich versuche es hier sehr praktisch zu halten, um den Anfängerprogrammierer einfach einzuführen. Also Double, können wir festhalten, ist eine Zahl mit Nachkommastellen. Ja, also Bollinger Unterstrich oben hält also immer eine Zahl fest, die eine Nachkommastelle hat, die mindestens eine Nachkommastelle hat oder kann. Es muss keine Nachkommastelle da sein. So, wir haben die definiert. Ich zeige das Ihnen kurz als Ergebnis. Wir lassen uns diese Variable jetzt erstmal anzeigen. Links oben im Feld kompiliere ich und gehe rüber und dann sehe ich, hier ist 0,0 angezeigt. Ja, weil die Variable hier, Bollinger oben, ist ja noch nicht belegt. Wir haben sie bisher nur definiert. Wenn man sie definiert, wenn wir sie einfach nur definieren, dann null belegt. Das ist ihr Standardwert. Wenn wir sie hier jetzt mal fälschlicherweise mit Bit belegen würden, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dann das Kommentar hier gleich lassen, dann wird bei jedem Tick Bollinger oben mit Bit belegt und Sie sehen, es kommt das Gleiche raus wie vorher, wo wir Comment in Klammern Bit geschrieben haben und dann die Bit-Sachen hier immer der Bit angezeigt wurde, ja? Gut, dann fragen wir jetzt mal den Bollinger ab. Also, und dann, das ist glücklicherweise, müssen wir den nicht selber berechnen, sondern da gibt es auch schon eine eingebaute Funktion im MT4, der den abruft und diese Funktion ist IBANDS. I, kleines i, großes b und dann ANDS. IBANDS. Und genau, und dann gibt es hier verschiedene Parameter, die wir eintragen müssen, um den, ja, um den EA, um diese Funktion korrekt abzurufen. Ja, gehen wir hier kurz mal rein, Klammer auf und jetzt sehen wir hier, wir müssen ihm erstmal sagen, das Symbol, mit dem er belegt werden
So, also wir könnten, der EA läuft zwar im US-30-Chart, aber er könnte, der EA könnte gleichzeitig, obwohl er im US-30-Chart läuft, auch in Euro-Dollar auslesen, wenn wir hier Euro-Dollar eintragen wollen. Aber wir lassen es mal standardmäßig eingestellt auf das Symbol, das gerade im Chart vorhanden ist. Und das ist eben, das kann man abrufen auf verschiedene Art und Weise. Ich rufe es in der Regel ab mit Unterstrich-Symbol, großes S und ein kleines Symbol. Dann ein Komma, dann kommt der nächste Abrufparameter, der Timeframe, auf den wir abrufen sollen. Also jetzt wissen wir, wir wollen die Bollinger Bänder im Symbol des aktuellen Charts abrufen. Und jetzt welcher Timeframe? So wollen wir M1, M5, H1 oder was auch immer abfragen. Oder eben immer gerade der aktuell ist. Und wir nehmen jetzt hier mal standardmäßig den, der aktuell ist. Wenn wir hier mit Großbuchstaben Period schreiben, dann sehen wir hier alles, was hier verfügbar ist. Period Current ist der immer aktuell ausgewählte Chart Timeframe und so weiter. Wir nehmen den einfach mal. Dann als nächstes braucht die Bollinger Bänder, ja, die brauchen ja hier ein paar Eingaben, die brauchen ja auch Parameter und diese vier Parameter müssen wir jetzt auch im EA definieren. Periode, Abweichungen, Versatz und der Preis, auf den das Ganze angewendet wird. Das braucht man, um den zu berechnen. Ja? Also fangen wir an hier mit Period. Übrigens, wenn hier Int steht, das steht für Integer. Das bedeutet eine ganze Zahl. Ja? Also eine Periode kann nie eine Nachkommastelle haben, weil hier immer mit 20 oder 10 oder 100, also mit ganzen Zahlen gerechnet wird. Das heißt hier, der Period muss eine ganze Zahl sein. Und dann nehmen wir jetzt hier mal, stellen wir hier mal 20 ein. Dann die Deviation, das sehen wir jetzt hier, ist ein Double, also die Abweichungen, Deviation ist ein Double, dann machen wir mal 2,0 rein. Und wichtig, Komma, also im Prinzip das englische Zahlenformat, oder das ist dann Punkt statt Komma und Komma statt Punkt. Also statt 2,0 arbeiten wir halt mit 2,0. Dann hinter dem nächsten Komma kommt dann der Versatz, wie viele Perioden wir das Ganze verschieben wollen. Dann nehmen wir mal 0, wir lassen den einfach mal in Standardeinstellung und dann den Preis, auf den das Ganze berechnet werden soll. Und da gibt es hier die Price-Unterstrich, also die Methoden, mit denen wir hier arbeiten können. Ob wir jetzt den Höchstkurs, also den Bollinger auf die Höchstkurse berechnet oder auf den Median berechnet oder wie auch immer. Und wir nehmen mal standardmäßig den Close, also auf die Close-Preise wird dann Bollinger Bänder und Standardabweichungen und so weiter berechnet. So, und dann der Mode. Das ist bei Bollinger Bänder gibt es zwei Modi. Das ist Mode. Hier werden viel mehr angezeigt, leider, aber das ist, damit müssen wir leben. Wir müssen hier wissen, bei Bollinger Bändern gibt es eben den Upper und den Lower. Ja, also die Upper Band, das obere Band und das untere Band. Und das ist Upper und Lower, also Mode Upper. Hier für Bollinger oben. Und dann rufen wir jetzt mal den, und dann können wir hier noch bestimmen, aus welcher Kerze wir den Wert wählen. Die Kerze 0 ist die aktuell laufende Kerze, also das ist dann hier dieser Wert, ich schalte es mal hier, ich schalte mal das Detail mit ein, der Wert, der hier gerade angezeigt wird, also hier oben, der sich noch entwickelt. Und wir könnten aber auch den Bollinger Wert der Vorkerze abrufen, also zum Beispiel hier, der sich nicht mehr bewegt. Und das werden wir auch tun, weil bei einem Bollinger-Ausbruch ist es quasi sinnfrei, wenn wir den aktuellen Wert nehmen, weil das ist erstens nicht mehr nachvollziehbar, weil wir ja hier sehen wir zwar, okay, hier gab es einen Schnitt nach oben, also gab es eigentlich einen Bollinger-Ausbruch, aber wir wissen nicht, ob bei dem Höchstkurs der Kerze, ob der Bollinger nicht viel höher war. Wir sehen ja quasi den Bollinger als Linienchart, aber den Kurs als Kerze. Also wir sehen vier Werte in der Kerze, aber nur den Schlusskurs des Bollingers, ja, der verändert sich ja ständig innerhalb der noch nicht abgeschlossenen Kerze. Deswegen verschieben wir jetzt hier mal also wir verschieben den nicht, sondern wir lesen den nicht verschobenen Bollinger Wert aus der vorherigen Kerze, aus Kerze Nummer 1. Also wie gesagt, Kerze 0 ist die aktuelle, Kerze 1 ist die vorhergehende, Kerze 1, Kerze 2, Kerze 3, Kerze 4 und so weiter.
So, wir nennen ihn aus Katze 1, weil der nicht mehr veränderbar ist. Dann machen wir Klammer zu und jetzt müssen wir, wenn wir kompilieren, hier einen richtigen Wert erhalten und der wird uns hier auch angezeigt. Ne? Bollinger oben lassen wir uns ja auch gleich anzeigen und der scheint jetzt, also der EA errechnet jetzt 23.388,889 und so weiter. Hier, wenn wir hier drauf gehen und auf die Kerze 1 betrachten und dann hier oben, hier links im Datenfenster schauen. Ich kann jetzt nicht beides gleichzeitig anzeigen, aber das stimmt. Ne? Das sind 23,3. Also hier schauen Sie dieses Feld sich an, während ich die Maus hier drauf habe. Das sind 23.388,89. Es wird aufgerundet, aber da sehen wir schon was Wichtiges. Wir sehen im Datenfenster, sehen wir immer nur, dachten wir, dass der Wollingenband immer nur mit zwei Nachkommastellen berechnet wird. Ist aber nicht so. Der wird mit viel mehr Nachkommastellen berechnet. Und das ist bei vielen, auch beim MA, so beim Moving Average, gerade wenn man zum Beispiel mit Moving Average Crossovers arbeitet, dann denkt man, ja, das ist ja vielleicht schon, oder die sind gerade gleich, aber sie sind es nicht, weil mit 15 Nachkommastellen berechnet wird. Und da sind sie eben in aller Regel nicht gleich oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie gleich sind. Das ist aber wichtig zu wissen, gerade manchmal wundert man sich, Kurs war doch, hat es doch gar nicht berührt oder sowas, aber das kann dann zum Beispiel an Rundungsdifferenzen liegen, wenn hier eine Abweichung da ist zwischen Kurs und das in knappen Situationen. So, also haben wir jetzt schon mal den oberen Bollinger berechnet. Den unteren wird man im Prinzip ganz genauso berechnen. Also ich zeige das einfach mal schematisch. Ich kopiere mir diese Zeile und mache Copy and Paste. Oh meine Güte, das ist so gefährlich geworden zwischenzeitlich. Gerade beim Programmieren wirklich gut aufpassen beim Copy and Paste, weil man halt oft was übersieht, was man hätte nicht übersehen sollen. Und genau, und deswegen brauchen wir jetzt hier erstmal, müssen wir die Zeile ändern in Sachen von der Variable. Ja, also Bollinger oben haben wir mal vorher, jetzt machen wir Bollinger unterstrich unten, berechnen aber komplett gleich IBANs im Symbol, im Chart-Timeframe mit 20 Perioden, mit 2,0 Abweichungen, ohne Versatz, auf den Close-Preis berechnet. Und jetzt nehmen wir nicht mehr Mode Upper, sondern jetzt nehmen wir Mode Lower. Und damit hätten wir den hintere Band. Dann wieder aus der Kerze Nummer 1. Ich kann das auch hier mal übrigens größer machen. Das zeige ich immer ganz gern. Man kann sich diese Schriftgröße auch verändern. Also unter Extras, wenn wir zum Beispiel mal auf 14 gehen, das ist, glaube ich, jetzt hier am Bildschirm ein bisschen besser. Dann können Sie es vielleicht ein bisschen leichter sehen. So, und jetzt haben wir hier Comment Bollinger oben. Und um jetzt uns beide anzeigen zu lassen, oben und unten, können wir hier verknüpfen. Innerhalb dieser runden Klammern der Comment-Funktion können wir hier Text verknüpfen. Und zwar Bollinger oben dann Komma dazwischen. Gibt auch andere Methoden, aber das Komma ist jetzt erstmal das, was ich Ihnen zeige und das auch wunderbar funktioniert. Und dann wähle ich hier, ach, das ist übrigens auch schön, ne, wenn Sie hier was eingeben. Es gibt hier so Ausfüllhilfen, die schon eingebaut sind und die auch auf eigens definierte Variablen sich erstreckt. Das ist wirklich sehr praktisch, weil damit lässt sich der Programmierprozess einfach ein bisschen beschleunigen. So, jetzt haben wir hier Bollinger oben, Bollinger unten. Lassen wir uns beides anzeigen. Wir kompilieren, gehen wieder rauf und jetzt sehen wir hier, jetzt wird hier was angezeigt mit. Das sind ja jetzt zwei Nachkommastellen. Komisch. Ach so, ja. Es fängt ja hier irgendwann, hört oben auf und unten fängt an. Also das untere Band fängt an. Hier wahrscheinlich bei 23.000. Blöd, dass das hier zusammen angezeigt wird. Können wir natürlich trennen. Ja, wir fügen hier einfach noch was ein und müssen, wenn wir hier zum Beispiel eine Leerstelle 1, also wir können hier nicht einfach nur eine Leerstelle reinschreiben, weil die wird im Prinzip im Kompilierprozess gelöscht, sondern immer wenn wir einen festen Text eingeben und eine Leerstelle ist eben ein fester Text, dann müssen wir das Ganze in Anführungsstrichen setzen. Ja, also hier haben wir eine Leerstelle, die im Prinzip zwischen den Anführungsstrichen sitzt und das wird dann eben
als eine Leerstelle gezeigt. Also die Anführungsstrichen werden nicht gezeigt, die definieren im Prinzip nur, aha, hier wird ein Text programmiert. Kompilieren wir und dann sehen wir, ah, können wir gut durchatmen. Hier haben wir jetzt eine Leerstelle, können wir natürlich alles besser erkennen. Wunderbar. So, jetzt haben wir also Bollinger Band oben und Bollinger unten. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten knapp. Wollen wir mal zumindest kurz gucken, dass wir hier eine Möglichkeit eines Deals bekommen. Übrigens, Bollinger Mitte kann man nicht abrufen direkt, sondern das müssten wir dann mit einer mathematischen Funktion machen. Einfach Bollinger Mitte als Variable nehmen und dann ist gleich Bollinger oben plus Bollinger unten in Klammern gesetzt durch 2. Und dann hat man die Bollinger Mitte oder man ruft einen MA ab, weil die Bollinger Mitte ist ja quasi der Moving Average, auf dem die Außenbänder aufbauen. Gut, also jetzt würde ich Ihnen alles ganz gern ausführlicher zeigen. Vielleicht müssen wir nächste Woche oder sowas oder übernächste Woche einen Folgeworkshop machen, vielleicht eine ganze Serie, damit wir hier alles schaffen, damit das Ganze zu einem guten EA wird mit Money Management und allem drum und dran und Sie eben auch vieles lernen können. Jetzt wollen wir, aber dazu vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr. Jetzt erstmal noch hier mal gucken, dass man einen Ausbruch definieren und einen Ausbruchsstil hinbekommen. Ausbruchssituation definieren kommt jetzt. Und die Ausbruchsdefinition ist ja im Prinzip, also da vergleicht man jetzt aktuellen Kurs mit dem Bollinger Band der Vorperiode. Und da nutzen wir eine ganz wichtige Abfrage. Das ist die If-Abfrage. Also einfach wenn dann. Also ein Computer, ein Software ist in der Regel voll mit wenn dann Abfragen, weil das ist im Prinzip alles, was der Computer kann, ist wenn das, dann dies und wenn das, dann das. Das sind Eins und Nullen. Ja, also es gibt hier immer nur, also dann viele, viele Verzweigungen dieses Pfads zwischen Einsen und Nullen, aber das ist im Prinzip, was hinter einem Computerprogramm steht. Einfach immer nur wenn dann Abfragen. Als zumindest eine wichtige Hauptkomponente. Also wir fragen hier if ab, if, Englisch für wenn, Klammer auf. Der Bitkurs, ich mache hier mal ein bisschen mehr Platz rein, dann können Sie es vielleicht ein bisschen sehen, ein bisschen besser nachvollziehen. Leerstellen müssen nicht sein, können sein. Genau. Und ich programmiere zwischenzeitlich meistens, wie Sie es hier oben sehen, ohne Leerstellen. Aber wenn man es noch nicht gewöhnt ist, ist es vielleicht besser, Leerstellen einzufügen, um oder vielleicht auch, ja, um einfach einen besseren Überblick, Übersicht zu bekommen. Also wenn jetzt Bit größer als Bollinger oben ist, und das ist einfache Mathematik, dann sollst du im Prinzip einen Ausbruch machen. Ja? Und das, was er da alles tun soll, wenn diese If-Abfrage korrekt ist, das schreiben wir hier ganz, ganz, ganz ähnlich wie vorher mal erklärt mit der Ausführung, mit den Inhalten einer Funktion. Ja, hier on tick, Inhalte einer Funktion, die Inhalte, was hier ausgeführt wird, steht in geschweiften Klammern. Und das ganz gleiche Schema ist, wenn eben bei der Wenn-Dann-Abfrage, wenn Bit, also wenn diese Aussage, wenn Bit größer Bollinger oben, wenn das wahr ist, es geht hier immer nur um wahr und falsch, Nullen und Einsen, dann sollst du bestimmte Dinge tun. Und dann sagst du hier zum Beispiel, ja, dann nutzen wir jetzt die Order Send Funktion. Ja, mit der können wir einen Deal absetzen. Und die Order Send Funktion, die gibt jetzt uns einen Wert zurück. So wie hier die IBANs Funktion gibt uns einen Wert mit Nachkommastelle zurück. Das heißt, wir belegen mit dem Rückgabewert dieser Funktion eine Variable und die Order Send Funktion, die gibt uns eine ganze Zahl zurück. Warum? Die gibt uns eine Ordernummer zurück. Ja, wenn wir hier ein Deal eröffnen, machen wir mal kurz einen Deal auf hier, dann kriegen wir hier eine Ordernummer. Diese Ordernummer wird zurückgegeben, wenn an den EA zurückgegeben, wenn der EA eben, wenn diese Order Send Funktion ausgeführt wurde, erfolgreich ausgeführt wurde. Das heißt, wir definieren hier jetzt mal eine ganze Zahl, eine Integer, die nennen wir mal
Order-Nummer und setzen ein Ist gleich. Und dann, ja, dann rufen wir die Order-Send-Funktion ab. Jetzt wieder, ganz, ganz erstmal ähnlich fängt es an mit wie die IBANs-Funktion. Wir müssen erstmal sagen, in welchem Symbol sollst du denn ein Deal eröffnen? Und das ist, machen wir wieder im aktuellen Chart-Symbol. Genau, im aktuellen Chart-Symbol. Dann CMD. Ich zeige ja, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Was ist CMD? Das sind ja auch ein Haufen, sehr, sehr viele Parameter, die wir hier mitgeben müssen, dieser Funktion, damit die richtig ausgeführt werden kann. Ich zeige Ihnen mal einen kurzen Trick. Wenn wir hier mit dem Mauscursor irgendwo auf Order Send gehen und F1 drücken auf der Tastatur, dann geht hier eine MQL4-Referenz auf. Und zwar schon auf der richtigen Seite, nämlich die Order Send Funktion. Das ist eine Trade Funktion hier, wie uns hier angezeigt wird. Und hier werden alle, ja, hier werden alle Parameter erläutert, die wir hier da, ja, die wir hier mitgeben müssen, damit diese Funktion richtig ausgeführt werden kann. Und das sehen wir hier. Symbol ist das Symbol fürs Trading. Haben wir schon. Jetzt hier CMD ist der Operation Type, also der Typ, also was für eine Operation soll er vornehmen? Wir haben ja, das gibt, dann können wir dann hier auf diesen Link klicken, dann sehen wir, was es da alles gibt, welche Order-Typen es gibt. Dann sehen wir hier ein Buy, also Operation Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Im MT5 gibt es nochmal, gibt es doppelt so viele, weil es da noch andere Order-Arten gibt. Aber im MT4 ist es immer verhältnismäßig einfach, gibt halt Buy, Sell, Limit, Limit und Stop Orders und die Kombinationen daraus. Genau, also können wir hier, nehmen wir zum Beispiel offensichtlich, wenn wir Bit größer, also einen Ausbruch nach oben wollen und den Ausbruch prozyklisch traden wollen, dann machen wir hier einen OP Buy, also Operation Unterstrich Buy, einfach ein Kaufdeal. Dann, welches Volumen wollen wir machen? Ja, welches Handelsvolumen? Da machen wir mal 0,01, das ist dann in Lots anzugeben. Welcher Preis, zu welchem Preis soll die ausgeführt werden? Und jetzt kommt natürlich der Wunsch auf, ja, wenn wir eine Marktorder machen, dann will ich die zu einem Preis zu quasi zu null ausführen. Aber das geht nicht. Das würde er nicht akzeptieren, der Trade-Server. Das wird, ja, das geht nicht. Das heißt, wenn wir hier eine Buy oder eine Sell machen, also eine Market Order, dann müssen wir hier auch entsprechend den korrekten Preis angeben. Wenn wir eine Buy Limit oder eine Buy Sell machen, eine Buy Limit oder eine Buy Stop machen würden zum Beispiel, dann könnten wir hier den Pending-Preis angeben, den Stop oder den Limit-Preis. Ja, aber bei einer Buy Order nehmen wir immer den Ask. Dann haben wir die Slippage, maximale Slippage, die wir zulassen wollen. Dann machen wir eine Null rein. Dann könnten wir hier einen Stop-Loss vorgeben. Machen wir auch mal, lassen wir einfach mal leer mit Null. Take Profit könnten wir hier schon vorgeben, auch eine Null rein und dann können wir hier ihm einen Order-Kommentar vorgeben. Ein String heißt im Prinzip eine Textvariable, Constant String, also es ist eine Konstante. Gehen wir jetzt nicht ins Detail darauf ein, was das bedeutet. Kommentar, geben wir mal hier Bollinger Band Breakout EA als Text ein. Und wie gesagt, Text wiederum muss in Anführungsstrichen stehen. Dann eine Magic Number, das ist eine Zahl, die wir optional vergeben können, damit der AI nachher seine eigenen Deals wiedererkennen kann. Da machen wir mal, ja, das ist eine Zahl im Prinzip zwischen, die kann bis zu 10 Stellen haben. Wir machen mal einfach das heutige Datum, 20.04.16 als Magic Number. Dann eine Expiration, eine Buy Order, eine Sell Order hat keine Expiration, können wir also auf 0 lassen. Wenn wir eine Pending Order nehmen würden, dann könnten wir hier eine, zum Beispiel in einer Stunde, also eine Stunde später würde die Order gelöscht, könnten wir hier reinschreiben. Oder, und dann hier noch die Farbe des Pfeils, mit der der EA den, ja, den Deal einzeichnen soll. Wenn wir hier mal, also alle Farben fangen mit CLR an, klein, und dann die Farben, die es zur Auswahl gibt. Dann haben wir mal Blue als Farbe für Buy. Klammer zu und dann machen wir das Semikolon zu. Genau, und jetzt, wo sind wir?
Das, also waren wir hier im falschen Chart. Hier gucken wir jetzt mal, ist gerade keine Ausbruchssituation, die vorliegt. Kompilieren wir und jetzt sollte es erstmal keinen Deal geben, weil wir keinen Ausbruch haben. Das könnte sich aber ändern natürlich, wenn jetzt hier der, achso, wir sind ja im US-30 Cash, da müssen wir mindestens 0,1 als, ja, als Lot Size nehmen, weil es kleiner natürlich nicht geht, sonst wird man Fehlermeldungen bekommen. Genau, jetzt wird hier bei Ausbruch aus diesem Wert hier würde jetzt ein Deal, ein Buy-Deal gemacht. Gucken wir mal, können wir mal gucken, ob das passiert. Sind wir ganz knapp dran. Was aber wichtig ist, jetzt, bevor wir hier zum Schluss kommen, achso, wir haben hier noch kein Auto-Trading angeschaltet und da müssen wir dann auch hier das Live-Trading zulassen. Es wird jetzt bei jedem Tick gerade, ich mache hier gleich mal das Auto-Trading wieder aus. Es ist derzeit noch so programmiert, dass bei jedem Tick, das ist auch ganz wichtig zu wissen, deswegen auch immer auf einem Demokonto arbeiten, bei jedem Tick, der bei dem Bid über Bollinger oben festgestellt wird, wird jetzt eine Order eröffnet. Das ist natürlich, sagen wir mal, das ist natürlich noch nicht richtig, ist ganz klar. Das müssten wir in einem weiteren Programmierschritt auch noch korrigieren, damit natürlich nur eine Order eröffnet wird oder nur vielleicht eine pro ja, nur eine pro Kerze oder sowas. Aber Sie sehen jetzt hier, der EA hat schon mal jetzt diesen Deal gemacht. Das ist wunderbar. Grundsätzlich, das wollte ich Ihnen auf jeden Fall zeigen. Und somit ist so mal ein ganz, ganz sachtes Grundgerüst für diesen EA schon vorhanden. Natürlich ist er noch nicht funktionsfähig, noch nicht einsetzbar. Wir sehen, erstmal kann er nur Buy, noch kein Sell. Er hat noch kein Money Management, kein Deal Management. Und vor allem den großen Fehler hat er noch, dass er aktuell nur, also bei jeder Ausbruchssituation oder bei jeder Außenlagesituation ja, derzeit handelt. Und das müssen wir natürlich in einem weiteren Schritt noch verhindern. Jetzt ist aber schon die Stunde rum. Chris, haben wir noch Leute, die da sind oder sind alle schon eingeschlafen? Was meinst du? Ach, ich muss hier gerade mal den Mund sauber wischen. Ich bin schon fast weggeknickt. Spaß beiseite, mein Master. Ich habe dir gelauscht, genau wie die Teilnehmer. Nach wie vor schön dreistellig unterwegs. Also jetzt zum Ende hin ging die Quote ein bisschen runter, aber das waren keine 5% aller Teilnehmer. Andreas Ah, schreibt sehr gerade gut. noch, er kann noch eine Stunde. Bitte weitermachen, schreibt Marc. Werdan schreibt auch weitermachen. Wo findet man weiterführende Literatur? Jetzt kommen Fragen über Fragen. Insofern, ich dachte mir schon fast, also wir müssen das Webinar, also wir können auch locker ein Stück weit was dranhängen, so 10, 15 Minuten und dann müssen wir da eine Lösung etablieren. Das ist ganz klar. Okay, dann machen wir es so, machen wir noch kurz so weit weiter, damit das nur eine einzige Order eröffnet wird. Das wäre zumindest schön. Dann kann man hier zumindest mal weiterarbeiten. Dann kann jeder damit selber dran weiter basteln. Was ich aber gerne anbieten würde, ist, dass Sie alle sich auf meine Webseite begeben, und zwar diese Seite hier, mindfulfx.de/winner. Ich habe das hier auch nochmal groß geschrieben. Ich stelle dir gleich mal ein. mindfulfx.de. Ich kann gleich sagen, Ah, das. ich hau dir gleich mal in den Okay. Chat nochmal als Ergänzung. Okay, super. Aber alle Danke. können folgen, ne? Genau, also da können Sie mal draufgehen, und dann kommen Sie auf diese Seite. Wenn Sie ein bisschen runter scrollen, können Sie dann erstmal hier den EA MQL4-Code kostenlos bestellen, kostenlos runterladen. Einfach hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben. CE, also das ist jetzt meine, können Sie mich auch gerne drunter anschreiben. CE at mindfulfx.de. Und wenn Sie wollen, ich würde jetzt hier in den nächsten Tagen ein Konzept für einen Folgeworkshop zusammenstellen mit Programmierzielen und so weiter, damit ich Ihnen das anbieten kann, einfach, dass Sie hier zu einem guten Preis eine weiterführende Workshop-Serie haben. Das haben wir auch letztes Jahr zweimal gemacht, war sehr erfolgreich mit deutlich zweistelligen Teilnehmerzahlen. Und super Feedback haben wir an Heiken Aschi EA erstellt. Wir hatten Open Range Breakout EA erstellt. Und warum jetzt nicht dieses Jahr mal mit einem Bollinger-Band-Ausbruch ja, EA weitermachen in dieser sozusagen ja, mit einfach einer weiteren Folge-Workshop-Serie, vielleicht über vielleicht Abende am besten, ne? Weil die Leute gehen ja auch noch arbeiten. Irgendwie, das muss um 19 Uhr jede Woche, vielleicht angefangen mit nächster Woche Donnerstag
oder so, dass wir da ja 3 Workshop-Abende machen und jeweils zu ja zu einem, im Prinzip einem guten EA bekommen, der hier die Bollinger Ausbrüche gut handelt, dann vielleicht auch noch mit Stop-Loss und Take-Profit und Trailing-Stop und sowas arbeitet. Und vielleicht auch machen wir auch irgendwie einen Trailing-Stop, der sich am Bollinger selber orientiert. Das wäre doch auch noch was mit Closing-Regeln und alles. Also wenn Sie dazu Informationen wollen, und ich will das Ihnen wirklich erschwinglich machen, das muss, sagen wir, im zweistelligen Euro-Bereich belassen, also unter 100 Euro sollte das doch möglich sein. War letztes Jahr möglich, wird auch dieses Jahr wieder möglich sein. Also Sie kriegen dann einen guten Discount, damit das alles möglich wird. Dann hier, wenn Sie dazu Infos wollen, dann hier bitte das Häkchen setzen und dann auf jetzt kostenlos bestellen geben. Dann kriegen Sie eine E-Mail, die sieht ungefähr so aus. Hier klicken, also ein bisschen Text und dann eben hier ein Bestätigungsfeld, ein blaues Bestätigungsfeld, das bitte auf jeden Fall klicken, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Dann schicke ich Ihnen irgendwann heute Abend, mache ich den EA noch fertig, schicke den Ihnen sofort raus, sobald ich den habe, und dann, ich sag mal, vielleicht morgen oder übers Wochenende, spätestens Anfang nächste Woche, schicke ich dann mal Infos über den Folgeworkshop raus. Wäre das in Ihrem Sinne, dann würde ich Ich kann, also wie ja. gesagt, du guckst ja so ein bisschen blind auf die ganzen Chat-Teilnehmer. Ich sage auf jeden Fall, passt. Also ich habe jetzt schon das Feedback bekommen, klingt super von Paul, Damien. Auch ich bin dabei, schreiben Sie sogar. Marc Ach, schreibt, super. danke. Und ich denke, das ist eine super Lösung. Also wie ich würde sagen, in der Aufzeichnung machen wir direkt auch den Button zu der Website nochmal mit rein, dass da jeder sich anmelden kann, das Interesse sozusagen geweckt wird und du versorgst diejenigen, wo denn Interesse haben, direkt speziell. Wie gesagt, das ist auch alles datenschutzkonform. Wir machen ja keinen Schabernack mit euren Interessen. Adressen Ja, und klar. Interessen natürlich. Wir sowieso nicht, Christoph auch. Es geht hier wirklich um Content, Ausbildung. Jetzt kommt es noch rein. Thomas, super Idee. Thilo, super Idee. Roland hat noch eine Frage. Wie ergänzt man die US-30 bei den Symbolen, wenn man nur FX in der Liste hat? Das ist etwas, da kann dir auch unser Kundenservice helfen. Per Teamführer geht ganz leicht. Sind 3 Klicks, dann hast du FX mit dabei. Aber wenn du da Hilfe brauchst, geh direkt an unseren Kundenservice. Die schalten sich auch gerne auf deinen Rechner und zeigen dir das Realtime, wenn du das möchtest. Also ansonsten super Angebot, Christoph. Ich habe ja fast schon geahnt, es könnte ein bisschen länger dauern. Wir haben auch natürlich 15 Minuten der Vorrede verbracht. Aber wichtig war ja auch, dass wir einfach mal ein Stück weit ja, uns erklären, wer wir sind, woher wir herkommen, was wir tun, den Einstieg ins Thema finden. Insofern fahr fort, was dein Plan ist. Ich denke mal, du bist ja jetzt soweit mit dem Algo selbst im Grobentwurf fertig. Genau, jetzt machen wir nur noch 5 Minuten, dass wir hier einen Algo haben, der zumindest nur eine Order eröffnet. Und ja, wie es dann, damit er den nächsten Deal machen kann, das geht dann zu weit, aber zumindest, dass er mal nur einen einzigen Deal statt alle macht, will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Und zwar definieren wir jetzt diese Variable Ordernummer nicht innerhalb dieser if-Abfrage, sondern wir definieren sie außerhalb dieser Abfrage, damit wir sie auch schon in der if-Abfrage hier verwenden können. Nämlich, wenn wir hier die innerhalb der geschweiften Klammern die Ordernummer definieren, können wir sie nicht außerhalb dieser geschweiften Klammern verwenden. Das ist halt einfach die Logik dieser Programmiersprache. Und das heißt, wir definieren hier jetzt diese Int-Ordernummer erstmal als Variable, jetzt aber als Integer-Variable, also eine ganzzahlige Variable. Aber wichtig, jetzt machen wir sie nicht als normale Integer, sondern als static-Int-Variable. Warum? Wenn wir es nur einfach nur als Int lassen, ohne Static, also nur so, dann wird jetzt in jedem Durchlauf der onTick-Funktion wird Ordernummer mit dem Standardwert belegt. Also Standardwert ist hier erstmal 0, ja? Wenn wir hier nichts dahinter schreiben, zwischen der 1 oder sowas, wenn wir es einfach nur so lassen, ist der Standardwert 0 und sie würde bei jedem Tick mit 0 belegt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er sich das quasi wie elektrisch aufgeladene Statik, wenn man mit dem Fleece-Pulli sich über den Kopf zieht und dann stehen einem die Haare zu Berge. So sollen dann quasi sich diese Variable Ordernummer soll sich dann im Prinzip merken und beim nächsten Tick-Durchlauf
eben den Wert auch beibehalten, bis er aktiv verwendet wird. Also bis sie die Hand drauf klatschen auf die Haare und im Prinzip die Frisur wieder zurecht rücken. Bis dahin bleiben die Haare nach oben stehen. Und so eben bleibt dann auch Ordernummer so belegt, wie sie bei der letzten Veränderung belegt wurde. Also hier definieren wir diese Variable. Wenn wir sie hier jetzt definiert haben, müssen wir in der Folge sie nicht mehr definieren. Deswegen habe ich hier jetzt die Integer-Definition herausgenommen. Wir verwenden diese Variable hier einfach nur. Und jetzt tragen wir das hier mit ein in die if-Abfrage. Und zwar immer nur dann, wenn Ordernummer gleich 0 ist. Nur dann erlauben wir bei einem Ausbruch nach oben, dass hier das durchlaufen wird. Und das heißt, wir verknüpfen hier zwei Bedingungen. Einerseits muss Bit größer Bollinger oben sein und andererseits mit und, also quasi eine und-Verknüpfung, wird in MQL4 mit und notiert. Und gleichzeitig muss die Ordernummer ist gleich 0 sein. Hier ist wichtig, also wenn wir in einer if-Abfrage und auch in anderen Abfragen, aber grundsätzlich in if-Abfragen, wenn wir wissen wollen, ob eine Variable einen bestimmten Wert hat, also einem bestimmten Wert gleicht, dann ist diese Abfrage eben mit einem doppelten ist gleich zu machen. Wenn wir dann sehen wir hier den Unterschied, wenn wir ein einzelnes Gleichzeichen verwenden wie hier, dann wird die Order Nummer Variable mit dem Wert, den diese Funktion zurückgibt oder hat es was diese Berechnung hinter dem Ist-Gleichzeichen ergibt, das würde dann hier verwendet werden. Diese Variable wird dann damit belegt. Also einfaches Ist gleich belegt eine Variable mit einem Wert, doppeltes Ist gleich fragt ab, ob eine Variable einen bestimmten Wert hat. So, und dann können wir kompilieren. Und jetzt sollten wir nur noch einen einzigen. Jetzt haben wir natürlich gerade keine Ausbruchssituation. Ich muss kurz mal das Webinarfenster wegbekommen. Oh, wir haben ja schon richtig gut Gewinn gemacht. Das ist natürlich jetzt erstmal Zufall. Ich schließe diese Deals jetzt hier einfach mal alle. Manometer. Gut. So, und wenn die jetzt alle weg sind, ich kann das mal kurz anzeigen. Wir können uns das auch anzeigen lassen. Also wir haben hier Bollinger oben, Bollinger unten. Und dann schreiben wir hier noch die aktuelle Ordernummer dazu. Ich kopiere das mal runter, weil wir die Ordernummer ja erst hier definieren. Das heißt, wir können sie erst hier in Folge verwenden. Kommentar, Chart, Anzeige. Schreiben wir mal noch dazu. Dann die Ordernummer, damit wir da wissen, wo die gerade steht und ob wir gerade einen Deal hier gespeichert haben. Wir sehen jetzt hier, der ist 0. Wir haben keinen Ausbruch aus der Situation. Das forcieren wir jetzt mal, dass wir statt einem Zweier Bollinger nehmen wir jetzt mal einen 0,1er hier im Bollinger oben. Pausiere das einfach mal kurz, weil dann wird auf jeden Fall ein Ausbruch da sein. Jetzt haben wir hier aber jetzt haben wir hier gerade eine minus 1. Minus 1 bedeutet, dass ein Fehler vorlag. Ach so, wir haben ja ein Auto-Trading nicht eingeschaltet. Genau. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz kompilieren. Also genau, das ist wichtig. Das soll natürlich hier weiter reinlaufen, auch wenn die Ordernummer kleiner 0 ist. Weil dann das bedeutet, dass die Order-Send-Funktion nicht korrekt ausgeführt wurde. Das heißt, wir machen hier nicht ist gleich 0, sondern kleiner gleich 0. Also wenn die Ordernummer kleiner gleich 0 ist, solange diese Variable mit einem Wert von quasi minus 1 oder 0 belegt ist, dann können wir hier rein in diese geschweiften Klammern. Ach so, genau. Und jetzt haben wir hier den Deal, weil natürlich die 0,1er Bänder, die sind natürlich viel enger am Mittelwert dran. Das sehen wir hier gleich. Genau, natürlich. Da gab es auf. Das ist natürlich das Blödsinn, das so zu machen. Oder wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber jetzt haben wir hier natürlich die Ausbruchssituation. Der Deal wurde gemacht und jetzt wird auch wirklich nur ein Deal gemacht. Ding, 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 ding. Schlussglocke für dieses Webinar. Jetzt nehme ich noch mal kurz Fragen
Und freue mich, wenn Sie dann dabei sind hier, ja, erstmal sich den, freue mich, wenn Sie sich den AR erstmal runterladen hier auf dieser Seite mindfulfx.de Winner. Und wenn Sie dann dabei sein wollen bei einem Folgeworkshop, freue ich mich natürlich auch auf Sie. Fragen? Also herzlichen Dank, kam gleich mehrmal hier in den Äther. Der Roland schreibt, er komprimiert immer wieder auf neue Codes, kann der Code auch. Man kann, genau, die Spezialfragen, liebe Leute, registriert euch da auf jeden Fall beim Christoph im Link, den wir euch reingestellt haben, beziehungsweise den wir auch mit der Aufzeichnung nachsenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns da auch gerne Feedback, gerne auch an JFD Bank. Also support@jfdbank.de.com, dass wir einfach auch wissen, dass wir euch da richtig abholen. Aber es kommt hier geniale Infos. Nochmal herzlichen Dank. Ja, danke. Prima, war besser. Werde mich in Zukunft damit befassen. Augenöffnung, also super auf jeden Fall. Christoph war wieder ein Volltreffer, haben wir genau richtig gemacht. Und ansonsten, der Code geht nicht, das kann ich direkt schon vorwegnehmen, im MetaTrader 5, weil wie gesagt, MQL4, MQL5 ist eine Abweichung, hatte Christoph anfänglich auch erwähnt. Das heißt, man muss ja wirklich mit zweierlei Maß messen und das unterscheidet sich dann doch in kleineren Details. Aber Christoph kann auch den MT5 programmieren. Also das ist etwas, wo man direkt mit ihm in den Austausch gehen würde. Wünsche für den nächsten sind wir da entgegengegen. Also wie gesagt, also sehr gern. Damien, alle anderen, Paul, danke auch für das Feedback. Super Feedback, auch keine weiteren Fragen dahingehend, weil wir jetzt eh, sag ich mal, schon die gute Stunde voll haben. Und ich kann nur sagen, Christoph, wieder in aller Kürze und Würze auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, die Teilnehmer waren weiterhin dabei. Es ist ein trockenes Thema, es ist ein Thema, wo man sicherlich auch ein Stück weit, puh, also gerade als Einsteiger denkt, meine Güte, was ist denn da jetzt los? Aber am Ende, du hast jetzt hier geredet und erzählt und dein Bollinger hat jetzt hier natürlich mit diesen Pyramidenorders da einen schönen kleinen Profit erzielt. Es ist halt ein Teil, der so ja einem das Trading erleichtert, wenn man denn weiß, wie man Algos programmiert. Und Christoph ist auch Auftrags, sage ich mal, Empfänger. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, hat er auch die Möglichkeit, natürlich hier für euch in Anführungszeichen mundgerechte EAs zu entwickeln. Wir haben bei JFD Wealth auch damals schon mit Christoph da oder sind da mit Christoph auf Tuchfühlung gegangen. Also das heißt, wenn ihr Ideen habt, muss man da einfach auch mal in den Kontext gehen. Selbst natürlich hier die Details und Feinheiten dazu justieren oder justieren zu können, ist wichtig. Deswegen nutzt auf jeden Fall die Chance, die euch Christoph hier anbieten wird und geht da in den Austausch. Ansonsten kann er da natürlich auch gern die Programmierung direkt. Das ist natürlich dann teurer. Ich habe selber auch Olges programmieren lassen, da bin ich mal schnell bei ja, 1.500, 2.000 € gewesen, weil das viel Zeit ist, die man da reinstecken muss, wenn sie komplex sind und da eben auch verschiedene, ja, sag ich mal, Schleifen, wie du schon sagst, if then else und die ganzen Geschichte, wenn dann oder wie auch immer, das ist ja genau das mit den Nullen und Einsen, hast du schön beschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Christoph, ich sag vielen Dank für dein heutiges Dabeisein, für deinen Content, dass du uns hier alle wieder abgeholt hast. Ich habe zwar vor vielen, vielen Jahren mal IT-Systemkaufmann gelernt. Da habe ich allerdings auch noch die Webpages im HTML-Code programmiert. Und das ist aber schon so lange her, dass ich da wirklich relativ raus bin. Aber trotzdem denke ich, für jeden, der damit auf Tuchfühlung gehen will, absolut verständlich, super rübergebracht und da kann ich nur Danke sagen. Möchte dann an der Stelle langsam auch sozusagen den Ausklang finden. Du startest ja sozusagen dann in den Mittag langsam, Christoph, oder? Ja, genau. Bei mir ist jetzt später Nachmittag, 11:19 Uhr und ja. Ja, dann Also haben wir es. ich habe noch einen ganzen Tag vor Du mir hast oder noch einen einen ganzen Tag halben. vorher. Ja, bei uns ist jetzt sozusagen Genau. 17, 19, also wir haben mitteleuropäische Zeit, dann sind wir schon fortgeschrittener, aber dir auf jeden Fall noch einen super Tag. Koste es aus, genießt die Zeit über See. Lasst euch nicht verrückt machen da drüben von dem ganzen Corona-Wahnsinn sozusagen. Und wir fokussieren uns auf das, was wir können, nämlich die Märkte, die Algo-Programmierung obliegt natürlich dir speziell, Christoph. Und dann kann ich nur im Namen aller sagen, und das Feedback war super. Ach, übrigens keine Programmiersprache. HTML-Code, Andreas, da ist er wieder. Du hast ja schon ein paar Cracks dabei, die dann immer gleich aufspringen. Du hast dich ja vorhin auch, sage ich mal, sinnbildlich schon ohrfeigen lassen für den einen oder anderen Einschliff. Aber ich habe auch C++ damals gelernt, Andreas, da kann ich dich beruhigen. Aber nichtsdestotrotz, Seitenbeschreibung, genau so ist es. Aber sei es drum. Wir wollen nicht zu sehr in die Materie einsteigen. Ich kann nur Danke sagen, Christoph, auf jeden Fall, und wünsche dir jetzt einen schönen, schönen Feierabend. Und wie gesagt, liebe Leute, nutzt die Chance, die Christoph euch bietet. Nehmt Kontakt auf und wir, Christoph, machen bestimmt auch mal wieder ein NFP-Event mit dem Breakout. Ja, das machen wir gerne. Ich glaube, gerade sowas dann, vielleicht auch ein Bollinger-Ausbruch könnte sich dann wirklich auch anbieten. Bei einem also Nachrichtentrading, News Trading mitzumachen, also Non-Farm Payroll Event.
Also freue ich mich drauf. Ja, also auch jetzt kurz von meiner Seite, vielen Dank für die super Teilnahme. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi. Super, super, super Schlusswort. Da wollen wir es dabei bewenden lassen. Leute, kommt fein in den Feierabend, in den sonnigen hier im Süden. Knallt die Sonne. Ihr könnt jetzt nochmal schön auf den Balkon, aufs Rad auf jeden Fall den Abend schön ausklingen lassen. Ich habe hier noch ein bisschen was vor mir, aber nichtsdestotrotz, wir rasten ja nicht und somit rosten wir auch nicht. Und insofern bleibt gesund, passt auf euch auf. Eine schöne Zeit. Morgen gibt es den nächsten Live-Trading-Event, habe ich ja schon angekündigt. Und ansonsten, wenn ihr handelt, prüft mit wem. Just Fair and Direct ist hier das Motto. Also, auf bald, beste Grüße aus dem Süden an alle und vielen Dank für die reichhaltige Teilnahme. Ciao, ciao.